Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe mal gedacht, ich mache mal wieder ein Vlog. Ja, ich weiß, gab es in letzter Zeit sehr häufig. Aber ist jetzt einiges passiert. Ich war jetzt im Urlaub und darüber möchte ich mit euch labern. Viel Spaß dabei. Ja, hi. Ja, was ist passiert? Ja, nicht allzu viel. Ich war im Urlaub und ich war da ziemlich faul und eigentlich bin ich ja schon wieder seit 2 Wochen hier und ich hätte theoretisch mal wieder ein neues Video schon machen müssen, aber irgendwie, ich war ehrlich gesagt ein bisschen sehr faul. Ich war auch im Urlaub sehr faul. Ich war ja nicht mit meiner Frau da, die ist ja Lehrerin, die musste hier arbeiten und ich war nur mit meiner Mutter da und 2 älteren Tanten und mein Sohn war dabei. Ja, und ich habe mich da ein bisschen verwöhnen lassen, ja, wie es halt so ist, ne? So, man lässt sich da halt gerne bekochen und so weiter und war generell ziemlich faul und wenn man dann nach Hause kommt, ich musste dann zwar wieder arbeiten, aber irgendwie, ja, war ich immer noch ein bisschen, sehr faul, muss man sagen. Und außer Arbeiten und Zocken habe ich dann nichts weiter gemacht. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt ist mal wieder an der Zeit, ein Video zu machen. Warum schon wieder ein Vlog? Weil ich hatte ja eigentlich versprochen, ich wollte PlayStation VR machen, ein extra Video. Das mache ich auch auf jeden Fall noch. Wollte da ein bisschen so meine Eindrücke schildern und auch so, ja, mal erzählen, wie es mir so gefallen hat und so. Oder gefällt, ich habe es ja immer noch. Aber ich habe zu wenig PlayStation VR gespielt. Ich hatte einige Leute hier zu Besuch, die, also so Kumpels und Freunde und so weiter, die sich das mal angeguckt hat. Meine Frau hat sich das auch angeguckt und die waren alle total begeistert. Oh, ja, aber ich kam selber nicht richtig dazu, das mal wirklich total durchzutesten oder auch mal ein ganzes Spiel, Astrobot zum Beispiel, habe ich ja mal durchzuzocken, obwohl durchzocken, das würde ich bei so einem Spiel, das ist ja glaube ich doch ein bisschen länger für ein VR-Spiel. Ja, und das habe ich jetzt halt einfach noch nicht geschafft und ich möchte euch schon mal einen genaueren Eindruck wiedergeben, wie mir das so gefällt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es gefällt mir sehr gut, ich werde es auf jeden Fall auch behalten und ich habe hier auch schon einige Spiele mir geholt. Das möchte ich aber dann in einem gesonderten Video mal vorstellen. Ja, ansonsten, über Video brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen, denn ich habe ja ein kleines Urlaubsvideo gemacht. Ich weiß, ich habe die Kamera falsch gehalten. Stellst du quer, siehst du mehr, hat mir der Birni geschrieben, hat er recht natürlich. Zu unerfahren irgendwie und ach, ich habe einfach mich da nur mal hingestellt, habe mal schnell ein Video gemacht, bin auf eine Düne geklettert und dachte, hey, mach's mal ein kleines Urlaubsvideo. Und nichts weit gedacht. Aber der Urlaub selber war sehr schön. Ich hatte super Wetter. Jetzt ist das Wetter ja relativ schlecht hier in Norddeutschland zumindest. Aber wir hatten da super Wetter. Das Nordsee war sehr warm. Wir konnten auch 3-mal baden oder 4-mal baden gehen. Und ja, generell war es ein toller Urlaub. Das war jetzt aber nicht mein Haupturlaub. Ich fahre jetzt nochmal nach Österreich zusammen mit meiner kleinen Familie hier, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern. Und das ist allerdings erst Mitte August. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe nicht allzu viel gemacht. Ich bin jetzt dabei, diese Vlogs, ich wollte die mal so ein bisschen dass die nicht ganz so wirr oder chaotisch sind. Deswegen orientiere ich mich so ein bisschen an Mirkus Kosmos, der auch der ein bisschen strukturierter hat. So mache ich das jetzt auch. Und deswegen gibt es jetzt gleich Neuigkeiten von YouTube. So, ja, YouTube. Zunächst einmal, also ich mache das jetzt auch so, ich habe mir überlegt, der gute Mirko, der empfiehlt ja immer einen Kanal. Ich finde das eigentlich eine tolle Sache, weil da hilft man auch kleineren Kanälen oder halt auch größeren, die man aber toll findet, noch mal ein bisschen zu pushen. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Zuvor aber noch mal ein kleiner Hinweis. Ich möchte mal ein Video empfehlen von jemandem, den ihr sicherlich schon alle kennt und auch abonniert hat. Und zwar ist das ein Video von dem guten Retolützer. Den kenne ich ja ganz gut, den kenne ich ein bisschen, den guten Herrn, der das immer macht, mit dem war ich mich in der Game Bar und mit dem bin ich auch zurückgefahren, nach Hause quasi, weil war so, lag halt auf dem Weg und der hat ein tolles Video gemacht, das verlinke ich euch da oben mal und zwar ist das in dieser Game Saga, Space Saga so und der hat ein ganz tolles Video gemacht, ich weiß, dass da viel Mühe drin steckt, aber generell ist es sehr witzig und bitte guckt euch das mal an, das ist wirklich empfehlenswert. Ja,
So viel dazu. Bei meinem Kanal hat sich nicht allzu viel getan. Wie gesagt, ich war ein bisschen faul, das habe ich alles schon erzählt. Jetzt geht es aber wieder los. Jetzt möchte ich wieder regelmäßig Videos machen. Wie gesagt, PlayStation VR, da müsst ihr noch mal 2 Wochen drauf warten, weil ich das noch mal machen, also ein bisschen genauer erzählen möchte. Ich will es richtig durchtesten. Das nächste Video, was ihr denn seht, ist wieder ein Pickup. Ich weiß, das ist jetzt immer ein bisschen das gleiche Pickup und dann wieder Vlogs und so. Das ist, ich finde es ein bisschen langweilig, aber zurzeit ist es halt gerade mal so. Und wie gesagt, VR, das möchte ich noch mal durchtesten. Und außerdem mache ich zurzeit halt auch noch viele Podcasts. Demnächst kommt dann wieder ein Podcast zusammen mit dem Gamercheck, von, also den Chris von Gamercheck, so ist richtig. Und zwar am 23. Juli macht ja Microsoft ein neues Event, wo sie ihre First-Party-Sachen vorstellen werden. Und ich gehe davon aus, dass die Playbox, unser Podcast-Projekt, dass wir da auch darüber sprechen werden. Also könnt ihr, also das ist eigentlich garantiert. Ja, und ich freue mich da sehr drauf. Jetzt möchte ich einen Kanal vorstellen. Ach nee, ganz kurz nochmal. Ganz kurz nochmal. Ich habe etwas, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich bin ja auch bei der Ehrenrunde. Und die Ehrenrunde hat jetzt eine Patreon-Seite. Und ich habe dort eine Sache gemacht. Und zwar ist das Sammler für Sammler. Wer da Bock drauf hat, der kann sich das gerne mal an. Hören quasi, ist ja ein Podcast und das ist nochmal so ein Fazit. Ihr kennt ja meine Reihe sicherlich Sammler für Sammler und jetzt ist das so ein abschließendes Fazit. Ich denke mal, das ist ganz hörenswert. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf und geht mal auf die Patreon-Seite von der Ehrenrunde. Ja, so, jetzt aber zur Kanalvorstellung. Und zwar möchte ich euch einen Kanal vorstellen, der relativ neu ist und den ich richtig super finde. Der ist witzig. Der Typ, ich kenne leider seinen Namen nicht, der macht Videos, wo er, das macht er so Sandboxen-Sachen, aber er stellt halt auch Videos vor, wo er denn ein Spiel vorstellt, was er eine Stunde gezockt hat und er sagt dann abschließend, ob sich das lohnt, weiter zu zocken oder nicht. Ich weiß, da gibt es ganz viele Formate, der Wolf hat es ja mal gemacht, ne? Eine Stunde mit hieß das, glaube ich. Aber der hier, Gamebedarf heißt der Kanal, der macht das wirklich sehr witzig, er ist sehr schnell und also sind so ganz kurze Videos, die ich aber wirklich toll finde. Er schneidet da auch super geil, also es gibt sich da viel mehr Mühe bei seinen Videos als bei mir. Und ich bitte euch da mal reinzugucken, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Lasst ihm mal ein Like da und ein Abo auf jeden Fall und würde mich sehr freuen, wenn ihr solche Kanäle pusht, weil ich gucke das halt auch gerne und ich weiß halt, wenn da nicht so das Interesse da ist und ich glaube, der Typ gibt sich wirklich sehr viel Mühe, weil er schneidet halt auch viel und wenn das jetzt nicht honoriert wird, dann lässt man solche Projekte meistens ja auch sterben. Ne? Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Ich gucke gerade mal auf meinen schlauen Zettel, aber ich glaube, das war es eigentlich, was YouTube angeht. Wie gesagt, nächste Woche gibt es hier ein Pickup, genau, und darauf hoffe ich, dass ich das dann schaffe mit der PlayStation VR. Ja, weiter geht's mit dem Thema, was habe ich gezockt? Ja, was habe ich gesagt? Bevor es da weitergeht, wollte ich noch mal eine Sache sagen, die hätte ich beinahe vergessen. Gehört eigentlich mehr zu dem Thema YouTube und zwar der liebe Florian von Zockamigos, der hat mit mir zusammen ein Video gemacht. Vielleicht habt ihr da noch mal Bock reinzugucken. Und zwar macht er so eine Reihe, wo jeder YouTuber, den er so kennt, also Bekannte, Unbekannte und so weiter, ihr Lieblingsspiel besprechen können dürfen. Und ich habe da natürlich Catherine vorgestellt, das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Gut, ich hätte jetzt auch vielleicht Mafia 1 nehmen können, das kommt ja jetzt demnächst als Remake raus, das finde ich genauso geil, vielleicht sogar noch einen Ticken besser, aber nee, eigentlich genauso geil. Ja, sehr, sehr, sehr schöne Videoreihe von den Florian, vielleicht guckt er da mal rein, guckt euch auch mal die anderen Videos an, das letzte war von den lieben Kumasi, der hat Diablo 3 vorgestellt, finde ich auch richtig geil, geiles Spiel, geiles Video und geiler Kumasi, also guckt da gerne mal rein, Zock Amigos, angezockt heißt die Reihe, nee, nicht angezockt, ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, egal, guckt einfach mal auf den Kanal, ist sehr, sehr schöne Reihe. Ja, was habe ich gezockt? Ich habe ja schon letztes Mal erzählt, Yoko's Island, das habe ich jetzt durch, da kann ich jetzt auch mal kurz was drüber erzählen. Und zwar ist ja dieser Flipper gewesen, was ich schon erzählt habe und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr kurzweilig, es ist ein bisschen kurz gewesen vielleicht, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, vielleicht 8 Stunden, das lag aber eher daran, oder auch vielleicht 10 Stunden, liegt aber eher daran, weil ich immer nicht den richtigen Weg gefunden habe. Ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen mit dem Spiel. Das habe ich auf der Xbox One gezockt, habe mal ganz kurz bei der PlayStation 4 Version reingeguckt, das ist genauso gut, ist vielleicht ein Ticken schärfer auf der PlayStation 4,
Aber pff, egal jetzt, ne? Und werde es vielleicht, was heißt, dass ich sicherlich irgendwann mal auf der PlayStation 4 auch nochmal durchzocken, weil es gehört eigentlich jetzt, würde ich mal so sagen, zu meinen Lieblingsspielen mit, auf jeden Fall, ne? Also es hat sehr viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ja, dann habe ich überlegt, ja, was kannst du denn zocken? Hatte erstmal so keine Meinung auf der Xbox jetzt und habe dann neulich Midway gesehen, einen Film von Roland Emmerich. Ich mag Roland Emmerich eigentlich ganz gerne, also nicht alle Filme, aber einige so, die finde ich ganz cool. Ich weiß, es ist so ein bisschen Popcorn-Kino, hat meist kein Hirn so wirklich und sind sehr patriotisch, obwohl das eigentlich ein Deutscher ist, aber egal, sind halt so Amerika-Hurra-Filme. Das ist ein bisschen nervig, das stimmt. Aber der Film war trotzdem, also Midway ist ja dieses, wo die Amerikaner gegen die Japaner im Pazifikkrieg 1942, glaube ich, war das, kämpfen bei den Midway-Inseln. Eigentlich gehört noch eine Inselgruppe dazu, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ist auch egal, jedenfalls der Film war sehr kurzweilig, obwohl er recht lang ging. Den geht, glaube ich, über 2 Stunden. Aber ich mochte den Film sehr gerne. Wie gesagt, wenn man den Patriotismus scheiße mal weglässt und so, ist es trotzdem ganz nett. So, waren auch ganz gute Schauspieler und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ey, du hast doch ein Spiel, das du immer mal zocken wolltest, damals schon auf der PlayStation 3. Ich habe es jetzt aber auf der Xbox 360 durchgezockt. Angezockt. Durchgezockt natürlich nicht. Battlestation Midway. Und ich muss wirklich sagen, es ist sehr kurzweilig gewesen. Es ist sehr abwechslungsreich, weil man zockt ja wirklich alles. Also vom Schlachtschiff bis hin zu den Fliegern. Da gibt es dann ja Abfangjäger und Bomber und so weiter. Fand ich sehr gut. Grafik ist natürlich sehr altbacken. Man kann es auf der Xbox One spielen, denn es ist abwärtskompatibel. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich gerade bei einer Mission, die mich ein bisschen nervt, deswegen breche ich das Spiel jetzt auch ab. Aber bis dahin, ich habe jetzt so 4, 5, 6 Stunden habe ich es gezockt, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann fiel mir ein, ey, du hast noch ein ähnliches Spiel, weil ich mag das immer ganz gerne, wenn man einen Film guckt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was einen in eine bestimmte Stimmung bringt oder was tatsächlich so eine gleiche Thematik hat, dass man dann auch ein Spiel so nachspielt. Hat vielleicht noch was mit der Kindheit zu tun, weil da war es früher halt auch so, wenn ich da einen Cowboy-Film gesehen habe, also einen Western-Film, dann habe ich Outlaws gespielt auf den Atari 2600. Kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber egal. Ja, und oder Batman auf dem Amiga 500. Und wenn damals gab es halt gerade die Batman-Filme noch mit Michael Keaton. Und da habe ich halt das dann halt gerne gespielt und so weiter und so weiter. Und ja, das hat sich irgendwie nicht geändert. Das ist heute im Erwachsenenalter immer noch so. Ja, und da fiel mir noch halt an, ich habe ja dieses World of Warships, hatte ich glaube ich erst neulich auch im Pickup vorgestellt. Ja, Legends, Firepower, Deluxe Edition. Ich glaube ich auch ein Free-to-Play-Ding, aber für einen Sammler, ne, hat man ja mal gerne die CD im Regal stehen. Das werde ich jetzt demnächst mal anzocken auf der Xbox One. Was habe ich auf der PlayStation gespielt, beziehungsweise bin auch dabei? Ja klar, ich habe es ja schon erzählt. PlayStation VR, aber VR sehe ich eher so, also das ist nicht, dass ich da groß Vorbereitung für brauche, aber ist halt auf Dauer anstrengend und zum Relaxen nach der Arbeit zocke ich dann doch lieber andere Spiele als VR. Und da bin ich immer noch bei Horizon Zero Dawn. Das gefällt mir immer noch sehr gut, aber wie gesagt, das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt, ich komme da einfach nicht zum Ende irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich am Anfang sehr viele Nebenmissionen gemacht habe, die sehr viel Spaß machen, die wirklich sehr interessant sind. Anders jetzt bei anderen Spielen, Assassin's Creed fällt mir gerade ein, da gibt es ja doch einige Nebenmissionen, die ja doch, ja, langweilig sind oder sich wiederholend. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch zum Ende komme, weil das ist ein sehr schönes Spiel und ich möchte es auch auf jeden Fall zu Ende bringen. Ja, das war's eigentlich. Auf der Switch zocke ich leider gerade gar nichts, möchte ich aber mir demnächst Ring Fit holen, weil ich bin ein bisschen fett geworden jetzt im Urlaub. Ich war ja vorher schon nicht der Schlankste, aber jetzt habe ich doch noch ganz schön zugelegt und ich möchte da jetzt ein bisschen abnehmen. Ja, und deswegen habe ich mir oder möchte ich mir Ring Fit holen demnächst. Ja, das war's eigentlich von diesem Vlog. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich habe wieder einige schöne Pickups gekauft. Ich habe mir auch ein paar Sachen vorbestellt, aber die kommen erst später. Aber egal, vielleicht kommt ja auch noch zwischendurch noch was. Aber ich habe, wie gesagt, sehr viele Schnäppchen gemacht und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Ciao.